Ja, liebe Freunde des ASQF, ich bin Armin Metzger, Geschäftsführer des German Testing Board e.V. und ich freue mich sehr, heute dem ASQF zum 25. Geburtstagsjahr zu gratulieren. Ist ja noch nicht Geburtstag, den dürfen wir im Herbst dann feiern. Da denkt man natürlich zurück, wie ist man zu dem ASQF gekommen? Bei mir war das vor 20 Jahren im Rahmen des Certified Testers. Viele von Ihnen kennen mit Sicherheit den GTB ISTQB Certified Tester, der für uns als GTB e.V. natürlich die zentrale Bedeutung hat. Und mein erster Berührungspunkt mit dem ASQF war die Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe, die den Certified Tester für Deutschland erstellt und in den Markt gebracht hat. Das war also eine ASQF-Arbeitsgruppe. Erst später kamen GTB e.V. und ISTQB und so weiter. Und so als Beweis habe ich das hier dabei. Das ist mein Zertifikat, kann man jetzt nicht gut lesen, wird aber bestimmt noch eingeblendet. Das hat hier die Zertifikatsnummer 2002002. Die 001 war dann das Muster von dem Ganzen. Könnte ich sagen, juhu, ich bin der erste Certified Tester in Deutschland. Nicht ganz wahr, das wäre Fake News. Das Papierzertifikat, das hatte ich ein Jahr vorher schon gemacht. Das nur als kleine Erinnerung. Ansonsten alles Gute dem ASQF zum 25. Jahr und auf die nächsten 25 Jahre. Die allerbesten Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen des ASQF auch von meiner Seite. Mein Name ist Claudia Dusser-Zieger und ich bin die Vorsitzende vom German Testing Board. Es ist wunderbar, dass der ASQF so viele Jahre wächst und gedeiht und sich gemäß seinem Namen, Arbeitskreis Softwarequalität in Franken zunächst, um das Thema Softwarequalität und Test kümmert. Ich persönlich bin dem ASQF schon lange verbunden. Ich habe die Software-Testgruppe in Franken über 15 Jahre lang geleitet und konnte dann auch sehen, wie sich kleine Software-Testgruppen in München gründen, in Stuttgart gründen, in Berlin, Brandenburg gründen. Und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass wir mittlerweile ein Dutzend Software-Test-Fachgruppen im deutschsprachigen Raum haben. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich ein Verein diesem Thema widmet. Und von daher toll gemacht und weiter so. Ja, hallo, mein Name ist Florian Fieber. Ich bin einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden beim GTB. Ja, als jüngstes Mitglied im GTB-Vorstand kann ich für meinen Teil jetzt keine persönlichen Anekdoten aus der Anfangszeit des ASQF berichten. 1996, also eben vor 25 Jahren, ist die Ariane 5-Rakete bei ihrem Jungfernflug abgestürzt. Das war ein immenser Schaden aufgrund eines Softwarefehlers. Ich habe damals gerade mein Abitur gemacht und mich noch nicht so sehr für Softwarequalität interessiert wie heute. Wie wir ja auch gerade gehört haben, stand damals das F in ASQF noch für Franken und lieferte damit eben einen Hinweis auf die Herkunft der damaligen Gründungsväter und Mütter. Für mich als damaligen Schwaben und heutigen Berliner hätte das mit dem Frankenschwerpunkt natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wie das GTB ist auch der ASQF schon lange deutschlandweit aktiv. Und folgerichtig ist eben dann aus dem Franken eine Fortbildung geworden. Der ASQF ist heute in vielen deutschen Regionen aktiv, wie zum Beispiel in Schwaben oder Berlin-Brandenburg, mit Arbeitsgruppen und unterstützt dadurch, wie das GTB auch, den gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Beitrag für die gesamte deutschsprachige Software-Tester-Community und alles Gute zum Geburtstag, lieber ASQF. Happy Birthday! ASQF.